Statt Präsenzunterricht läuft seit Montag, dem 10. Januar 2021, wieder Distanzunterricht an den Schulen. In Haltern am See sind davon unter anderem auch die Schülerinnen und Schüler des Josef-König-Gymnasiums und der Alexander-Lebenstein-Realschule betroffen. Leere Klassenräume und Flure in den Schulgebäuden sind die Folge. Ja, es war ja schon in der Woche vor Weihnachten so, dass der Präsenzunterricht ausgesetzt ist. In der Woche vor Weihnachten durften die Schülerinnen und Schüler noch kommen. Davon haben sehr wenige Gebrauch gemacht in den unteren Klassen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass der Präsenzunterricht völlig ausgesetzt ist und dass der halt in Form des Distanzunterrichts jetzt erfolgt. Ist eine schwierige Zeit, für die Kollegen eine schwierige Zeit, aber vor allem natürlich auch für die Schüler und Schülerinnen. Und nicht vergessen sollten wir auch die Eltern, auf die jetzt natürlich auch die Hauptlast der zusätzlichen Betreuung und der Begleitung ihrer Kinder zukommt. Vor allen Dingen zu schauen, dass wir es als Schule schaffen, Kontakt zu den Kindern zu halten, den Kontakt nicht abreißen zu lassen, zu gucken, wie wir die Kinder unterstützen können, dass die Lücken, die jetzt entstehen, möglichst gering bleiben, dass man so im Lernfluss sozusagen bleibt, dass die Kinder auch weiter gefordert werden, gefördert werden und das eben auf Distanz. An beiden Schulen sind rund 1.900 Schülerinnen und Schüler betroffen. Diese werden jetzt per Internet oder im Rahmen einer Videokonferenz beschult. In den meisten Fällen schulen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klasse von zu Hause aus. Was viel besser funktioniert als beim ersten Lockdown, ist der Digitalunterricht. Wir haben uns da besser aufgestellt. Das Land hat ja auch nachjustiert. Es gibt jetzt Rechner, Laptops, iPads für Schüler, die vorher keine eigenen Geräte hatten. Es wird auch demnächst Lehrergeräte geben, wobei Lehrer haben sowieso ein Gerät zu Hause. Wir haben eine Lern- und Kommunikationsplattform, mit der wir mit den Schülern kommunizieren. Das klappt alles viel besser als beim ersten Lockdown, auf den wir uns so nicht haben vorbereiten können. Und wir haben auch durch Schulung der Kollegen jetzt auch am Ende der Weihnachtsferien oder auch am Ende der Sommerferien haben wir sichergestellt, dass wirklich jeder Kollege mit den Schülern auch entsprechend kommunizieren kann. Trotz alledem muss man sagen, Digitalunterricht kann immer nur Ersatz sein, ist immer nur die zweitbeste Wahl. Es treten immer Schwierigkeiten auf, so zum Beispiel jetzt auch an dem ersten Tag nach den Weihnachtsferien, als deutschlandweit auf mal alle Schüler oder alle Lehrer online gehen wollten und dann sämtliche Server, egal von welcher Kommunikation und Lernplattform, einfach zusammenbrachen. Also ich erlebe bei den Eltern ein ganz, ganz großes Engagement, hier die schulische Arbeit, den Distanzunterricht zu unterstützen, sage ich mal, das Ganze wirklich auch für ihre Kinder zu stützen, mit der Schule Hand in Hand zu gehen. Es kommen dann auch Rückmeldungen, da bin ich ebenfalls dankbar drum, wenn an der einen oder anderen Stelle was hakt, dann, so habe ich das bisher immer nur erlebt, eine sehr, sehr konstruktive Kritik, dass man guckt, wie kann man mit dem oder dem Problem jetzt gut umgehen, damit das für die Kinder gut handhabbar ist. Also wie gesagt, da möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, da auch den Eltern ein ganz großes Kompliment auszusprechen. Viele Eltern von Abschlussklassen befürchten mittlerweile, dass ihre Kinder durch den Lockdown bis zum Schulabschluss die Defizite durch den fehlenden Präsenzunterricht nicht mehr aufholen können. Das Land hat da schon ein bisschen gegengesteuert. Es gibt nach Ostern noch 9 zusätzliche Unterrichtstage. Da werden die Schülerinnen und Schüler der Abiturientia unterrichtet, allerdings nur in den 4 Abiturfächern als Vorbereitung auf das Abitur. Eine andere Hilfe ist auch, dass in fast allen Fächern die Aufgabenauswahl erhöht wurde, und zwar die Aufgabenauswahl durch die Unterrichtenden. Wenn ich als Fachlehrer eines Kurses in der Abiturientia erkenne, dass durch den Lockdown vielleicht ein Teilgebiet nicht so ausführlich behandelt werden konnte, dann hat der Kollege die Möglichkeit, eben andere Abiturvorschläge auszuwählen. Von daher hoffe ich, dass auch den Abiturientinnen und Abiturienten kein Nachteil entsteht. Für unseren Abschlussjahrgang ist das nochmal eine besondere Belastung. Ist also für alle Schülerinnen und Schüler, sage ich mal, eine recht belastende Situation. Für die Abschlussklassen natürlich. Wir sind jetzt auf der Endgeraden. Ne? Also wir gucken jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten natürlich, dass wir die Schüler gut zu den Abschlussprüfungen hinbekommen. In den anderen Fächern
dass da einfach die Leistungen auch erbracht werden können, um dann einen guten Abschluss zu bekommen. Sowohl beim Josef-König-Gymnasium als auch in der Alexander-Lebenstein-Realschule nutzen Eltern die Möglichkeit der Notbetreuung. Die Kinder werden zwar betreut, Unterricht findet in dieser Zeit aber nicht statt. Ja, unsere Schule besuchen derzeit 1038 Schülerinnen und Schüler und die sind alle sämtlich zu Hause. Wir haben nur einen Schüler im Augenblick in der Notbetreuung. Die Notbetreuung gibt es ja bei uns in der Schule für Klasse 5 und Klasse 6. Und alle anderen werden zu Hause betreut. Wir haben insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler jetzt in der sogenannten Notbetreuung. Das sind dann die Schülerinnen und Schüler, die eben aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern so nicht zu Hause gut betreut werden könnten. Wie lange der Distanzunterricht noch dauert, kann im Moment niemand sagen. Denn eine Tendenz zu sinkenden Infektionszahlen ist zurzeit noch nicht erkennbar. Alle hoffen, dass der Distanzunterricht nicht mehr sehr lange das Unterrichtsgeschehen bestimmt.